zum Porzellieren der Klöße die Arbeitsfläche gründlich reinigen und trocknen. Wir brauchen die Kartoffelmasse, eine Runzel, die Kartoffelstärke, Küchenschaber und Teller zum Ablegen der Klöße. Arbeitshandschuhe anziehen. Und die Arbeitsfläche mit Kartoffelstärke bestreuen. Ein Teil der Masse in Rollenform. Und mit Küchenschaber in gleich große Stücke teilen. Daraus die Klöße formen und durch die Kartoffelstärke wälzen. Arbeitsplatz säubern.